Wie viele Sims kann man in 24 Stunden vergiften? Das ist Kaya und das ist ihre Horrorküche. An dieser Stelle ein kleiner Disclaimer. In diesem Video werden einige Sims von uns gehen. Sollte dich dieses Thema triggern, dann überspring dieses Video lieber. Es ist 6 Uhr morgens, die 24 Stunden starten jetzt. Als erstes machen wir gleich mal eine Käsepizza und Waffeln. Die einzige Regel bei der Challenge ist übrigens, ich darf das Spiel nicht pausieren. 10 seconds later. Oh nein, das fängt ja schon gut an. Warum brennt sie? Lösch dich selbst. Wow, amazing. Und nochmal, wir machen Waffeln. Dann servieren wir einmal die Pizza und die Waffeln. Wow, eine Stunde ist schon vergangen und das Einzige, was wir zustande gebracht haben, ist, dass Kaya gebrannt hat. Deshalb gehen wir jetzt ganz schnell duschen. Einmal vergiften wir die Pizza und einmal die Waffeln. Vergiss nicht, mich zu abonnieren, mein Video zu liken und auch zu kommentieren. Ich freue mich immer über jeden einzelnen Kommentar. Wann kommt wohl das erste Opfer? Es sind schon 3 Stunden vergangen und wir haben noch niemanden vergiftet. 1 minute 37 seconds later. Hallo Hector, wir führen mit dir gleich mal ein Verkaufsgespräch und dann auch mit Lucia. Ich hoffe, irgendjemand kauft etwas. Er isst ein Stück Waffeln. Oh oh. Und sie isst ein Stück Pizza. Wir haben unsere ersten Opfer. Und es kommen immer mehr. Hallo Anessa. Hallo Faba. Und hallo Katrina. Und hallo Hillary. Alle übergeben sich. Wir haben Lucia erfolgreich vergiftet. Und alle anderen übergeben sich die ganze Zeit. Und trotzdem essen sie weiterhin unser Essen. Sims sind schon ein bisschen doof. 5 Stunden später und wir haben schon 2 erfolgreich vergiftet. Schreib mir gern in die Kommentare, was du glaubst, wie viele Sims ich in 24 Stunden vergiften kann. Ich habe dafür hier hinten übrigens extra einen Friedhof gebaut. Ich weiß, diese Challenge ist ein wenig makaber. Fragt mich bitte nicht, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Halloween und Oktober machen irgendwas mit mir. Kaya, du darfst dich nicht von deiner Mission abbringen lassen. Wir führen jetzt einfach mit allen anderen auch noch Verkaufsgespräche und hoffentlich werden noch mehr von unserem köstlichen Essen kosten. Und nun ist auch Amber Gru verstorben. Und wir haben eine neue Kundin. Hallo Mora, wir führen auch mit dir ein Verkaufsgespräch. Und Elfabas Grabstein müssen wir natürlich auch in den Friedhof stellen. Warum mache ich eigentlich immer so grausame Challenges? Und nun erwischt es auch Alika. Er wollte gerade nach Hause gehen, aber es war schon zu spät. Kaya hat nun die Unternehmensfähigkeit erworben. Kaya, schleim dich ein bisschen ein. Wir müssen schauen, dass die hier bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Alika ist nicht mehr auf unserem Grundstück gestorben. Jetzt können wir seinen Grabstein nicht zu unserem Friedhof geben. Bevor wir den nächsten Verkauf starten, machen wir noch eine Käsepizza und dann machen wir nochmal Waffeln. 9 Stunden später und 4 Sims haben wir erfolgreich vergiftet. Ich finde, das ist ein ziemlich guter Schnitt. Oder? Was meinst du? Und nun vergiften wir die nächste Runde. Und wir starten den nächsten Verkauf. Leider gehen alle unsere alten Kunden, was natürlich schade ist, denn ich glaube, die Hälfte davon war schon vergiftet. Und schon haben wir die nächsten Kunden an der Angel. Kommt und kauft alle unser köstliches Essen. Der Dude trägt übrigens unser Outfit. Ich weiß auch nicht wirklich warum. Nein, nicht gehen. Ich hasse es, wenn Sims essen und dann gehen. Und wir führen immer weiter Verkaufsgespräche. Nein, bleib da. Lauf nicht weg, Brittany. Und die Armen übergeben sich die ganze Zeit. Und wir haben unser nächstes Opfer. Laurent Collins, unser Zwilling, ist von uns gegangen. Und die Geister der vergifteten Sims haben sich auch zu uns gesellt. Hallo Amber und hallo Elfaba. Ich liebe Sims dafür, dass niemandem auffällt, dass wir möglicherweise der Grund dafür sind. Und nun geht auch Hillary von uns. Und Brittany. Jetzt geht es wirklich schnell und Kaya hat nun Angst vor dem Lebensende. Kaya, du bist ja an allem schuld. Aber wir dürfen uns nicht ablenken lassen, immer weiter Verkaufsgespräche führen, mit einem Sim nach dem anderen, einfach immer weiter. Und nun ist auch Anessa von uns gegangen.
Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Was glaubst du, wie würdest du in dieser Challenge abschneiden? Was für uns auch gut ist, es kommen einfach immer mehr Kunden. Seht euch diese Menschenmasse an und alle wollen bei uns einkaufen. Euch brauchen wir nicht als Kunden, euch haben wir doch schon vergiftet. Aber Clara brauchen wir und Katrina und Hector. Ihr seht nach meinen nächsten Opfern aus. Langsam aber sicher füllt sich dieser Friedhof. Oh mein Gott, es ist so grausam. Nun ist es 0:00. Wir haben noch 6 Stunden und bisher 8 Opfer. Oh nein, ich glaube, Mele ist schwanger. Ich hoffe nicht, dass sie was davon gegessen hat. Irgendwie ist es mittlerweile so eine halbe Geisterparty und wir haben kein Essen mehr. Schnell, Kaya, wir brauchen mehr Pizza. Eine Käsepizza und dann noch eine Marinara. Irgendwie kommt die Pizza nämlich besser an. Und schon wieder geht jemand von uns, Katrina Caliente. I'm sorry, girl. Und nun auch Luca. Nein, Kaya, du musst kochen. Geh kochen. A few moments later. Sie hat schon wieder die Küche in Brand gesteckt. Bitte lösch das Feuer, girl. Sehr gut. Hier oben sind ja noch Waffeln. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wo sie die versteckt hat. Dann ersetzen wir das und in der Zwischenzeit gibt es einfach nur Waffeln. Sie fühlt sich nämlich auch glücklich wegen der zufriedenen Kundschaft. Die Speisen von Kaya scheinen jeden glücklich zu machen. Ja, das Glück kann ich sehen. Oh mein Gott, warum ist denn da jetzt ein Kind? Jace, das ist nur für Erwachsene. Oh, anscheinend ist Hector jetzt auch eines unserer Opfer geworden. Und wie immer dürfen wir uns davon nicht abbringen lassen. Wir führen Verkaufsgespräche. Ich find's toll, dass Vlad nun auch einer unserer Kunden ist. Ich bin mir sicher, die Waffeln werden ihm schmecken. Wir haben jetzt zwar leider nur noch ein paar Waffeln, aber es ist auch schon bald 4 Uhr. Das heißt, wir haben nur noch 2 Stunden. Und ich glaube, Sensi hat langsam auch genug von der Situation. Er lässt die 3 nämlich einfach am Boden liegen. Könnt ihr jetzt bitte aufhören zu weinen und mein gutes Essen kaufen? Wir haben noch 1 Stunde und bisher 11 Opfer. Da geht noch mehr. Aber die sind einfach nur am Weinen. Niemand möchte mit uns sprechen. Ich verstehe nicht, warum. Sensi, warum machst du nichts? Noch 20 Minuten und die Situation bleibt unverändert. Noch 5 Minuten, gleich ist es vorbei. 3, 2, 1. Wir haben es geschafft, in 24 Stunden 11 Sims zu vergiften. Wie viele Sims kann man in 24 Stunden...